Na Julian, weißt du noch nicht Bescheid? Naja, ist ja ein bisschen schwierig dieses Jahr, oder? Also es ist ja auch eine extrem wichtige Wahl dieses Jahr. Es geht ums Klima und die Entscheidung ist nicht so leicht. Aber eins ist sicher, wählen gehe ich auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe schon gewählt per Briefwahl. Ah, cool. Okay. Und für mich war auch ganz klar, dass ich definitiv wähle. Ja. Denn du hast das Klima angesprochen, aber nicht nur das Klima ist ja eine besondere Herausforderung, sondern auch mit dem Klima einhergehend die soziale Verantwortung. Unbedingt, ja. Also Klima ist natürlich sicherlich also für mich das Wichtigste, aber natürlich logischerweise gibt es ja viele Themen und das Thema soziale Verantwortung, Gerechtigkeit, Energie- und Klimawende, das alles jetzt irgendwie so auszusortieren, dass keiner bevorteilt, keiner benachteilt wird, ist eine ganz schöne Herausforderung für die, die jetzt die Regierung übernehmen. Und aus dem Grund finde ich... Ja, was kann man da machen? Ja, was kann man machen? Ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt erstmal wählen gehen. Aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist wählen gehen das Allerwichtigste. Und deswegen dieser kleine Aufruf an euch heute von uns beiden. Geht wählen. Ja, geht auf jeden Fall wählen. Jede Stimme zählt. Egal, in welche Richtung eure Stimme geht. Und auch wenn sie für eine Kleinstpartei ist, die vielleicht ja augenscheinlich jetzt keinen Impact hat im Bundestag oder jetzt in der Berliner Abgeordnetenwahl etc. Es ist egal. Geht wählen, bringt eure Stimme ein. Richtig. Es ist wichtig, denn ich sag's mal andersrum. Wer nicht wählen geht, der darf die nächsten 4 Jahre auch nicht meckern. Sehe ich genauso. Ich möchte kein Wort der Beschwerde hören. So ist es. Also nicht von euch. Nein, aber mal im Ernst. Es ist ja schwierig. Es ist nicht so ganz einfach. Wir haben euch ja auch einige Parteien vorgestellt. Es gibt ja zahlreiche Parteien, die zur Wahl antreten. Ich glaube, es waren noch nie so viele Parteien, die zur Wahl antreten wie dieses Jahr. Da kann man leicht den Überblick verlieren. Wir haben versucht, euch ein bisschen Überblick zu bringen. Viele andere haben das auch gemacht. Verlinkt mal hier oben über Julians Kopf. Genau. Und wenn euch das trotzdem alles irgendwie nicht so richtig weiterhilft, Tipp von uns, vielleicht mal den Wahlomat benutzen. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Verlinken wir auch nochmal, aber ist eigentlich, glaube ich, unnötig. Und dann checkt einfach mal, was vielleicht bei euch so auf den ersten 2, 3, 4 Plätzen da rauskommt. Und dann könnt ihr ja nochmal in die Wahlprogramme gucken, oder? Definitiv. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, nachdem man den Wahlomat benutzt hat, nimmt die ersten 3, die Favoriten sozusagen, nach eurer Meinung und schaut bei denen zumindest mal ins Wahlprogramm. Ihr müsst jetzt nicht jedes Wahlprogramm lesen, so wie wir, aber schaut auf jeden Fall bei euren Favoriten in die Wahlprogramme, denn der Wahlomat kann nur ungefähr eine Richtung abgeben zu einer Frage und diese beantworten in Form von: Ist euch das wichtig, ist euch das nicht wichtig und so weiter und so fort. Aber was er nicht kann, ist euch eine konkrete Antwort auf eine Frage zu geben. Richtig. Und die findet ihr, wenn dann eher, in den Wahlprogrammen. Weil nur weil eine Partei für etwas einsteht, heißt es noch lange nicht, dass das, wie sie dafür einsteht, auch eurem Interesse entspricht. Deshalb mein Tipp, erst Wahlomat, dann nochmal kurz Gegencheck ins Wahlprogramm. Und dann definitiv, nehmt euch diese Zeit. Es dauert vielleicht mit Anstehen eine halbe Stunde am Sonntag. Geht hin, geht wählen. Genau. Es gibt ja nicht nur den Wahlomat, es gibt ja auch noch so Ableger davon, zum Beispiel den klimacheck.org und den Sozialomat. Da kann man auch noch mal reingucken, wenn ihr vielleicht andere Themen in den Fokus legen wollt und gucken, was die einzelnen Parteien dann entsprechend dazu sagen. Auch hier aber dann wieder, was Steve auch eben gesagt hat, nehmt euch einfach mal so die ersten 2, 3, 4 Ergebnisse und checkt dann noch mal mit dem Wahlprogramm dieser Parteien gegen, ob das denn alles so vielleicht in eurem Sinne wäre. Ja, das wäre eigentlich so der Aufruf, den wir an euch richten wollen. Nutzt die Chance, nutzt eure Stimme und lasst sie auf gar keinen Fall verfallen. Genau, denn auch von meiner Seite aus, für jemanden, der nun gerade diese Woche zum 2. Mal Papa geworden ist, ist es mir natürlich besonders wichtig, dass wir eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder hinterlassen. Und ich möchte hier gar nicht in die Diskussion eintreten, was jetzt explizit besser ist oder nicht. Da hat sicherlich jeder seine Meinung.
Und deshalb ist es umso wichtiger, dass jede Meinung gezählt wird, dass jede Meinung Gehör findet und dass man dann in den politischen Diskurs tritt und dass man dann ausdiskutiert, was ist der bessere Weg, damit wir eine gemeinsame und gute Zukunft für unsere Kinder gestalten können. Richtig, genau. Das ist halt das Wesen unserer Demokratie. Alle Macht geht dann letztlich vom Volk aus. Und von daher an der Stelle also der Aufruf von uns an euch. Macht euer Kreuz. An der richtigen Stelle, aber bitte ein Kreuz ohne Haken. Ihr wisst, was ich meine. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wir sind alle sehr gespannt, was am Sonntag dabei rauskommt. Genau. Und wir sehen uns beim E-Cannonball. Viel Spaß dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.